Gut, auf geht's, Pferdchen. Ab. Holen wir uns die Schuldigen. Wow, was für ein tolles Pferd. Viel besser als so ein olles Kamel. Oh. Oh. Schön langsam. Okay. Da bei dem Kornspeicher sind sie. Okay. Hey, was hat mich jetzt wieder gesehen? Oder waren das irgendwelche Tiere wieder? So. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Eine Wache? Oh! Das sind ja mehrere! Ah, Scheiße! Oh oh! Okay! Schnauze! Das war knapp. Das war echt knapp gerade. Komm her! Zack! Und zack! Sehr schön. Wird. Tod bestätigt. Das warst du, Hund. Okay, was gibt's hier vielleicht noch zu klauen? Da drüben. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Ja, wieder mal was zu verkaufen. Nichts Interessantes für mich. Aber somit hätten wir das jetzt auch erledigt und dann schwingen wir uns wieder aufs Pferd und bringen es zurück. Sehr schön. Genau. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Vorwärts. Na los. Straße folgen. Na los. Stimmt, das reitet ja automatisch. Das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Ja, ja. Ich habe aber von Merets Männern überhaupt nichts gesehen. Ich bin alles im Alleingang durchgegangen. Ah ja. Hier, ich habe das Pferd zurückgebracht. So. Du bist zurück! Na, sieh mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Was? Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist. Treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Verdammter Hund, ey, echt. Hat mich von Banditen ein Pferd stehlen lassen. Naja. Gut. Die Hyäne ist also irgendwo draußen in der Wüste. Hier gibt's auch noch ein paar Sachen, dann würde ich sagen, auf den Weg zur Hyäne machen wir ein paar Fragezeichen, ne? Wie immer halt. Würde ich sagen, dann machen wir als erstes das hier. Das hier und dann vielleicht auch noch die Pyramide. Da habe ich echt Bock drauf, in eine Pyramide reinzusteigen, um zu gucken, was da abgeht. Okay.
Na dann, los geht's. Vielleicht gibt's auch noch auf dem Weg irgendwo Quests, Nebenquests. Weil davon habe ich noch gar keine gesehen. Oder? Nö. Hier ist, doch, da drüben ist eine. Ja, aber jetzt machen wir erstmal nochmal die Hauptmission hier. Oder? Ja. Da drüben. Hä, warum leuchtet das so? Oder ist das das, was ich angewählt habe? Wow. Eine Sphinx. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Ja. Allerdings. Ich dachte echt, sie wäre größer. Aber so wie es aussieht, muss ich in die Sphinx rein, oder wie? Vielleicht gibt es irgendwie einen Höhleneingang oder so. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Ja. Wie nur? Gehen wir mal rein. Ich sehe nichts. Ah, so ist besser. Wow. Ich bin in der Sphinx. Was für Schätze erwarten mich hier? Kann ich auch hier entlang? Nee. Dann schauen wir mal. Ein paar Drachmen auf jeden Fall. Eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Gibt es auch. Es gibt immer einen Weg. Da zum Beispiel. Hopp. Oh oh. Da geht's tief runter. Besser nicht runterfallen. So. Machen wir mal hier ein bisschen Licht. Wow, zwei Kisten. Ein Speer, na super. Was soll ich mit einem Speer? Ich brauche was Besseres. Vielleicht bietet die Sphinx auch hier einen besseren Bogen. Ist aber auch nicht so gut. Wir können wieder was herstellen jetzt. Ich frage mich wirklich, ob man da runter kann. Aha, doch kein tiefes Loch. What the fuck? Okay. Fackel hier auch mal anmachen. Wie tief geht's denn hier bitte runter? Ziemlich verfallen hier alles. Aber wer hätte gedacht, dass unter der Sphinx so ein Hohlraum ist? So eine riesige Höhle. Ein riesiges Gewölbe auch. Was zur Hölle? Ah. Okay. Bei Amun. Was? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier jetzt reingeraten sind, aber... Es scheint eine Grabstätte oder sowas zu sein.
Oder... Was zur Hölle ist denn das? Eine ägyptische Sternenkarte? Kann ich das irgendwie anzünden? Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Was ist das? Kann ich das auch anzünden? Ja. Gibt's auf jeder Seite so eine Fackel? Nein. Aber das hier. Vielleicht ist das eine Art Rätsel. Mach doch. Mach die Fackel an. Sehr schön. Das ist eine Sternenkarte. Tatsächlich. Von der Wüste, oder wie? Bringt aber auch nichts. Hab überall jetzt Feuer gemacht. Hier unten ist aber noch ein Durchgang. Oder bin ich hierher gekommen? Nein. Eine richtig große Kiste. Oh, ein Raubtierbogen. Das war's. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Na, warte mal. Hab. Zack. Hoch. Komm schon hoch. Und ganz hoch. Soll noch einer was sagen? Ich komme hier nicht raus, hä? Schon interessant. Unter der Sphinx ist eine Karte von Gizeh. Was das wohl zu bedeuten hat? Vielleicht muss ich nachher nochmal dorthin. Wer weiß. Auf jeden Fall, der Ort ist beendet, ja. Die Kiste war das, was ich gesucht habe. Ah. Ist noch was zu plündern. Boah. Und ich bin wieder am Anfang. Verstehe. Fackel weg. Draußen ist hell. Hallo, Mieze. Was geisterst du denn hier an der Sphinx rum? Gut. Das hätten wir. Mal gucken, was hier ist. Es gibt noch mehr. Vielleicht muss ich eine Höhle oder... Ach, guck an. Nee. Das ist auch unterirdisch. Na super. Was ist das? Ein Toter! Ah! Nein, du Scheißköter! Was soll das? Ich hab gedacht, das wäre ein Hund. Jetzt war das eine Hyäne. Gottes. Ach Scheiße, jetzt war ich da unten und jetzt habe ich das nicht gefunden. Jetzt kann ich gleich nochmal runter, oder wie? Ah, egal. Machen wir das nächste Mal. Dann klettern wir nochmal runter in die Sphinx. Jetzt brauche ich erstmal Hugo! Ja, ja, komm. Auf geht's. Wir reiten zum Ziel. Obwohl, auf dem Weg dorthin können wir auch noch in die Pyramide gucken. Oder auf dem Weg zurück. Gucken wir auf dem Weg dorthin.
Obwohl wir eigentlich schon in der Grabkammer gerade waren. Jetzt schon wieder in der Grabkammer? Oh. Ha!